Genau. Dann senken wir mal unsere Periapsis, um näher in Richtung Minmus-Oberfläche zu kommen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir bei der Station Marzipanbrot landen. Und tatsächlich sollte das funktionieren. Ich habe ja eigentlich, oder was heißt eigentlich? Ich habe gesagt, ich würde gerne die Piloten austauschen. Ich passe jetzt erst nochmal in Orbit an, dass wir auch wirklich landen können über Marzipanbrot. Und dann gucken wir mal, wie das hinhaut mit dem Andocken. So. So ist das ganz gut. Okay. Wir wollen hierher vorspulen. Und Minmus dreht sich in der Zeit weiter ins Sonnenlicht. Das ist sehr gut. Oh, und da könnten wir direkt landen. Fällt mir gerade auf. Wir sind jetzt im Hellen. Okay. Jetzt müssen wir sehr schnell... Ah, wir sind natürlich jetzt nicht in einer idealen Position für eine Landung mit der Kapsel. Ich bremse jetzt einmal mal ab. So. Ja, wir sind außerhalb des Bereichs, wo wir hier vernünftig landen können, tatsächlich. Wir sind aber kurz davor, dass wir hier mal unsere Ebene drehen können. So. Ich möchte da gerne landen. Das heißt, ich muss hier einmal meine Ebene anpassen, um da zu landen. Und ich möchte vor allem auch dort landen, wenn es noch hell ist. Das heißt, ich muss hier runtergehen mit meiner Periapsis. Ja, so. 2, 1, Zündung. Und Stopp. Das reicht mir. Periapsis 8 Kilometer. Und dann machen wir jetzt mal... Gehen wir mal hier zur Periapsis. Hierher vorspulen und bremsen dort ab. Und dann sollten wir hier unseren Orbit niedriger legen. Und dann sollten wir es so gerade noch schaffen, dass hier diese Stelle sonnenbeschienen ist, dass wir dort runterkommen mit der Kapsel. Periapsis, und jetzt werde ich einmal kurz ein bisschen Späne geben und hier die Apoapsis runterziehen. Auch auf, weiß ich nicht, 8, 9 oder sowas. Und ja, 11 reicht. So, sind wir gar nicht so weit davon entfernt, das ist gut. Und dann machen wir das Folgende, nämlich wir steigen mit allen um und genau, wir steigen erst, wir docken die Kapsel ab, landen und holen, wir könnten theoretisch einfach sagen, wir lassen die beiden Wissenschaftler da unten und fliegen mit beiden Piloten und dem Techniker zurück, aber ich würde gerne einen Piloten da lassen, das heißt, wir machen erst den Personalaustausch, wir spulen hierhin vor, hierher vorspulen und dann müssen wir kurz das Personal wechseln. Und jetzt können wir einmal entkoppeln. Und jetzt gehen wir mit Valentina Kerman auch raus. Licht an, RCS an und zu diesem Raumschiff hier. Und hoffentlich zählt das, dass wir dann quasi Personal ausgetauscht haben zwischen zwei Raumschiffen. Anscheinend nicht. Aber ich hoffe, dass das funktioniert, wenn wir das auf der Minmus-Oberfläche machen. Mit der Kapsel hier werden wir jetzt erstmal landen. Und zwar da. Umlaufbahn ausrichten, Landefüßchen an und wir werden jetzt erstmal kurz einmal starten. Zündung! Und da landen wir. Zwar gar nicht schlecht in der Nähe von unserer Basis. Sehr gut.
So, einmal F5, einmal hierher vorspulen. Wie ist meine Zeit? Oh Mann, das wird eng. Da ist unser Ziel. Ein bisschen vorspulen. Mal gucken, wie weit wir entfernt sind. Wir sollten da relativ in der Nähe runterkommen und den Rest können wir zu Fuß machen. Oh, wir können nicht schneller, weil wir im Abstieg sind. Aber mein Triebwerk ist schnell genug, das heißt, ich kann physikalischen Time Warp machen. Ich muss mich jetzt mal beeilen, weil wir haben da eine Wette am Laufen, ne? Das könnte ein bisschen doll sein, wie ich da runtergezischt komme. Nee, könnte reichen, tatsächlich. Sehr schön. Valentina, einmal bitte R. Wo ist denn die Basis? Ich sehe sie plötzlich nicht mehr. Ach, da hinten. Scheiße. Falsche Richtung. Zack. Hallo. Und Jebediah kann, hier können wir einmal gucken, haben wir hier Wissenschaft drin? Wir werden hier Wissenschaft drin haben. 220 Wissenschaft übertragen. Sehr gut. Und Jebediah kann jetzt mal aussteigen. Und einmal loslassen. Und da hinten ist eine Kapsel. Sehr schön. Da mach einmal dein Jetpack an und flieg zurück. Und an Bord gehen. Jawohl. Crew ausgetauscht und jetzt müssen wir nur noch hier Biber-Erweiterung. Wir sind jetzt hier mit den Leuten auf Minmus. Wir möchten jetzt einmal wechseln zu. Auf die Station. Übrigens hat der Crew-Austausch gerade geklappt. Ja, großartig! Knödelklaus, Dankeschön für die Info. So, jetzt sind wir hier bei der Dings. Habe ich gar nicht gesehen. Auftragsparameter erfüllt. Super. Damit hatte ich gerechnet, dass wir da, wenn wir das Personal austauschen, da haben wir Geld für gekriegt. Minmus hat jemand noch überraschende Erkunde Minmus. Super. Jüngsten Erfolge. Wir haben super viel Geld gekriegt. Jetzt haben wir hier noch die Station zu landen. Und die sollte, genau, die sollte dahin. Und da machen wir einfach mal noch eine Runde. Und spulen noch eine Runde vor. Dann sollten wir immer noch im Tageslicht sein. Und zwar mit tiefen Schatten. Und dann landen wir die Stationserweiterung. Und wenn wir die gelandet haben und gedockt sind, dann fliegen wir zurück mit den Leuten, die in der Kapsel unten sind. Und wenn wir dann gelandet sind, dann habe ich die Mission erfüllt. So. Okay, wir sind da. Wir spulen mal hier hervor und dann geht's Richtung Nicht-Ziel, Umlaufbahn und bitte einmal abbremsen. Ja, wir können hier die Sachen benutzen und ich drehe mich mal schon mal richtig rum. Und wir fahren die Füßchen aus. Und machen mal eine Zündung. So, da sind wir auf dem Kurs nach unten und können dann jetzt mit RCS tatsächlich ein bisschen korrigieren. Was wir jetzt machen ist, ich drücke einmal F5, einmal schnell speichern und jetzt machen wir Stufentrennung. Hallo? So. Okay. Und jetzt... Jo, da fällt diese Stufe und wird uns hoffentlich Daten geben und wir machen von hier aus Steuern. Und jetzt haben wir einen Blick
nach unten. Und jetzt kann ich mich auch wirklich mit meiner Trajektorie ausrichten auf dieses hier und zusehen, dass wir mal, dass wir, oh, der zieht. Der zieht gewaltig. So, und jetzt da hinten fliegt meine Stufe weg. Die wird dann irgendwann einschlagen und seismische Daten produzieren. Und mein Center of Lift ist nicht ganz an der richtigen Stelle. Und ja, das ist hier ein bisschen anstrengend. Ja, und jetzt haben wir jetzt gerade Wissenschaftspunkte gekriegt durch seismische Aktivitäten. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht auf den Boden aufschlagen. Und ich muss ein bisschen Gas geben, und zwar in diese Richtung. Ups, falsche Richtung. Das ist ja genau andersrum. Ich muss in diese Richtung Gas geben. So. So, ich komme jetzt der Sache auch näher, aber mit zwei, also mit Drehen und der vertikalen Geschichte zu navigieren ist so ein bisschen schlecht. Ach so, ich war nicht auf Oberfläche. Deswegen waren meine Sachen total in der falschen Richtung unterwegs. So, jetzt kann ich hier auch mal meine Geschwindigkeit ausgleichen. Ich möchte in diese Richtung. Uiuiuiui. Oh Mann, ey. Dann mach mal hier bitte als Ziel setzen. Und jetzt gucken wir mal. Habe ich die Fahne? Oh, die Fahne steht voll im Weg. Aber. So, welche ist es denn? Die ist es, genau. So, ein bisschen in diese Richtung und abheben und... Nein! Achso, ich muss die andere Station auch ein bisschen, ne? Nee, nicht die Fahne. Die andere Station muss jetzt mal ihre Füße ausfahren. Und... Docking geschafft! Die Station ist nicht auf den Beinen. Dankeschön. Ist mir jetzt noch aufgefallen. Jawohl, Docking geschafft. Und wir fahren es ein und wir haben unsere Station zusammengeführt. Jawohl. So, und was wir jetzt noch machen, ist einmal hier diese Material durchführen und zack in das... Oh Mist, das Labor ist bereits voller Daten. Im Labor wird weiter geforscht. Okay. Gut, dann wechseln wir mal hierhin und dann müssen wir jetzt nur noch nach Hause. Und zwar einmal Richtung 90 Grad, richtig? Jawohl. Einmal in diese Richtung bitte. Starten. Oh. Gehen wir in die richtige Richtung hoch? Jawohl. Wir gehen in die richtige Richtung hoch. Dann einmal bitte Richtung Minmus zurück mit Bill und Jebediah. Das ist das Letzte, und wenn wir dann unten sind, dann haben wir es geschafft. 20 Kilometer hoch, da sind wir einmal hierher vorspulen.
Kann nicht vorspulen, also müssen wir physikalischen Time Warp machen, bis wir wieder hoch genug sind. Und es ist noch eine Viertelstunde Zeit. Das wird eine super knappe Nummer. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe aus Versehen Schub gedrückt. Das wollte ich nicht. So, einmal hierher vorspulen. Ja, und jetzt spulen wir schneller vor. Sehr gut. Sehr gut. Umlaufbahn nach vorne. Und dann gucken wir mal, wie wir zurückkommen. Und wir machen jetzt einfach mal ausrichten. Schub. Wir sind in der Umlaufbahn. Und jetzt gucken wir, wo ist Körben? Da ist Körben. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo hier ein Manöver hinzufügen. Und dann kommen wir runter auf Periapsis von 13. Okay. Wenn ich jetzt an dem Manöver ein bisschen rumspiele. 13, okay. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Stoff. Sind wir auf 5 Millionen? 4. Ja, da ist das Minimum. Sehr gut. Dann machen wir hier mal mehr Stoff. Und auf. So hart nicht. 93. Super. Alles klar. Einmal ausrichten, einmal vorspulen und da sind wir. Und dieses Manöver ist in 55 Sekunden. Oh. 2, 1, Zündung. Wie viel Delta V haben wir noch? Wir haben 1200. Wir brauchen die 120. Sehr gut. Dann kommen wir zurück mit 2 Mann Besatzung. Das ist jetzt auch nur noch, um Sachen zurückzubringen. Und wir haben hier Sachen erledigt. Wenn der Burn vorbei ist, klicke ich mich durch die Benachrichtigung und wir dürften jetzt sehr, sehr viel Kohle haben, was eine großartige Nummer ist. So, zurückgekehrt. Bildschirmnachricht. Wir haben Wissenschaft von der Oberfläche von Minmus erhalten durch Aufschlag. 12 Wissenschaftspunkten. Okay, 400 von 400 Wissenschaftspunkten gesammelt und wir haben 45.000 gekriegt für den Beginn einer Basis, für den Bau einer Basis. So, wie eng fliegen wir vorbei? 61. Oh, wir treten quasi schon ein. Dann spulen wir mal vor und kehren zurück. Cool, haben wir also unsere Basis zusammengebaut und haben einfach mal auch nebenbei 4 Missionen erledigt. Das ist ganz schön geil. 5, F5 besser gesagt. Und wir machen mal. Oh. Moment mal. Wenn wir hier sagen, das sind. Ah ne, das sind 10 Tage. Okay, wir machen mal hierher vorspulen. Oh, wir fallen sehr langsam. Okay. Einmal abbrechen und ich möchte 4 Tage nach da vorspulen. Okay. Wir fliegen jetzt zurück. Ich kann mal den Wecker wieder anmachen. Ja, wir haben 20 Tage verbraucht. So, 2 Stunden vorspulen. Wie ist unsere Apoapsis? Periapsis, 61 Kilometer. Wir haben ein fettes Hitzeschild und so gut wie nichts dabei. Das heißt, wir können auch ruhig. Wir haben noch 10 Minuten. Ich spule mal hierhin vor, damit wir noch ein bisschen Delta V ausgeben. Und wie weit sind wir jetzt entfernt? Umlaufbahn. Einmal zum Abbremsen. Oh, wir haben 4 Fallschirme da oben drauf. Ich hoffe, das reicht. Okay. Ich mache mal ein bisschen Zündung, um ein bisschen Sprit zu verbrauchen und unsere Periapsis kleiner zu ziehen. Ich muss nämlich mal. Ich gebe jetzt einfach mal Vollstoff. So. Ich muss nämlich mit der Periapsis jetzt einfach so mal auf 40 kommen oder sowas. Damit wir wirklich vernünftig eintreten. Aber da haben wir ja Gott sei Dank genug Delta V. Super. Ja, wir haben noch genug Delta V, wir können einiges ausgeben. Ja, ich gehe mal so auf 40 Kilometer, sagen wir 38, das ist mir sicherer.
Und genau, 38 Periapsis und dann sollten wir es tatsächlich schaffen einzutreten. Und komm, sagen wir 37. Zack, 37, alles klar. Einmal zur Seite drehen und vorspulen, bis wir in die Atmosphäre kommen. Und da sind wir in der Atmosphäre und Stufentrennung. Hallo? Stufentrennung. Und einmal in den... Oh, was ist denn hier passiert? Hoffentlich... Ich habe den Decoupler verkehrt rum angebracht. Der klebt jetzt noch an meinem Hitzeschild. Verdammt! Wir treten jetzt wieder ein und wo bleiben meine Wiedereintrittseffekte? Da sind sie. Und da hat sich der Decoupler verabschiedet. Das sieht sehr cool aus. Okay. Und wir sind jetzt schon suborbital. Ja. Aus dem Schlimmsten sind wir raus. Sehr gut. Und da können wir den Bremsfallschirm ziehen. Jawohl. Und wir werden jetzt dramatisch langsamer, sodass wir alle anderen Fallschirme ziehen können. Und jetzt müssen wir nur noch über Grund anmachen. Aber ich denke, nee, wir kommen auf Land runter. Okay. Cool. Und wir können T ausmachen und wir fallen in den Sonnenuntergang, so wie wir gestartet sind mit der Rakete auch. Okay. Und kommen dann im Dunkeln nach unten. Da geht der Drogue-Chute auf, der Bremsfallschirm und T-5 Minuten. Das ist, ich hätte nicht, ganz im Ernst. Ich hätte gedacht, ich schaffe es knapp nicht. Ich werde wahrscheinlich 10, 15 Minuten länger brauchen. Besonders das, weil ich das mit dem Landen von dem zusätzlichen Basismodul immer total kritisch, also das ist immer total kritisch. Und ihr habt gesehen, wie ich mir einen abgebrochen habe, aber es hat funktioniert. Ich bin schwer beeindruckt, dass es funktioniert hat. Und ja, noch 400 Meter. Wir kommen hier langsam runter im Wald und diese Fallschirme reichen dicke aus. Umlaufbahn ist noch an, Oberfläche, okay. Noch 100 Meter. Und die letzten 40. Da kommen wir runter. Juhu. Zack. Geil. Können wir Wissenschaft machen? Crewbericht? Nö, können wir nicht. Dann würde ich mal sagen, Raumfahrzeug bergen. Wir haben es geschafft. Also, ich habe es geschafft bis 22 Uhr, die Minmess-Sache. Voll Applaus. Oh, herzlichen Dank. Ich hätte selber nicht damit gerechnet. Ich hätte selber nicht damit gerechnet. Ich hätte gesagt, wir schaffen es knapp nicht. Wenn ich hätte wetten müssen, hätte ich auf wir schaffen es knapp nicht gesetzt. Aber die drei Leute, die mit Ja gestimmt haben, die sind jetzt viele Kanalpunkte reicher. Geil, hör mal, hab so viele Punkte gesetzt. Oh ja, und es gibt auch noch hier Wassermarsch. Erstmal Prost an alle. Weiter, weiter, weiter. Super. Das haben wir also geschafft. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt. Ich brauche eine Pause. Und da bin ich wieder zurück aus der Pause. Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Und da ist noch eine Bildschirmnachricht reingekommen. Auf der Oberfläche eingesetzte Seismosender vom Moon hat Wissen. Irgendwas ist aufgeschlagen. Okay. Ah, und wir haben. Okay, wir haben da irgendwie Sachen produziert. So, wir haben Wissenschaft verdient. Und wir haben ordentlich. Wir haben jetzt ordentlich Geld verdient. Und jetzt können wir, glaube ich, jetzt haben wir die Mittel, dass wir sagen können, okay, wir können uns die 2,5 Millionen leisten. Bam! Forschung und Entwicklung ausgebaut. 1,3 Millionen noch übrig. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch
haben. Verfügbar. Rette Amerika aus der Umlaufbahn vom Moon. Wir haben viele Sachen, die auf dem Moon stattfinden. Stelle eine Flagge auf dem Moon auf. Bring ein neues Teil an den Satelliten in der Umlaufbahn vom Moon an. Ja, also zwei Moon-Sachen. Rette Amelia aus der Umlaufbahn von Moon. Cool. Rette Augard aus einer Umlaufbahn von Kerbin. Schließe den Bau eines Rovers auf der Oberfläche vom Moon ab. Positioniere einen Satelliten in einer bestimmten Umlaufbahn vom Moon. Schließe den Bau eines Rovers auf der Oberfläche vom Moon ab. Ist natürlich Hardcore, weil dafür kriegen wir 1 Million. So, wir könnten jemanden aus der Umlaufbahn vom Moon retten. Zack. Und schließe den Bau eines Rovers auf der Oberfläche vom Moon ab. Einzigartig, wir haben 4 Jahre, das gibt sehr, sehr viel Geld. Zack, das machen wir jetzt.